Und Moinzen zum ersten Video seit Southside, weil ich war ja von Donnerstag bis Montag dann auf dem Festival, bin noch etwas K.O., Halsschmerzen sind vor allem da, sonst alles in Ordnung eigentlich, aber dafür hat es sich gelohnt. Also es war sehr, sehr geil, weil man es so ein bisschen verfolgt in den Instagram-Stories. War so ein bisschen Offline-Zeit auch, weil ich mit mobilen Daten her gefühlt nichts ging, so weil ich mal eine Story pro Tag, musste auch jetzt gerade einiges nachholen, was VfB-News und generell was so abging, wieder quasi ja, zurückzuholen, so ein bisschen nachzuarbeiten quasi. Aber was am Freitag kam, worauf ich auch sehr viel Bock hatte, die Veröffentlichung vom Spielplan. Bin jetzt auch noch hier gerade zu Hause, deswegen Video nur in Anführungszeichen mit halt Handykamera und Ansteckmikrofon, ne? Und hier das schöne Layout. Ihr kennt es von den Heimvlogs quasi oder eben vor allem vom Köln-Vlog. Weißrot ist erstklassig. Erstliga-Spielplan, darum soll es heute gehen. Kurze Meinung dazu, kurz was so ein bisschen aufgefallen, was vielleicht interessant ist, weil du kannst ja jetzt noch nicht viel aus dem Spielplan rauslesen, ohne eben die Leistungen von Mannschaften zu sehen und wie es eben dann, welche Partien eben interessant sind, die jetzt vielleicht noch nicht interessant wären, ne, in Sachen Abstiegskampf, Kampf um europäische Plätze und so weiter. Aber geil ist, erster Spieltag direkt Heimspiel. Das ist schon mal ein sehr, sehr geiler Start. Entweder am 6. oder 7. August, also Samstag oder Sonntag, geht es gegen RB, das muss noch terminiert werden. Davor ja, wie immer, die Karawane. Ist ja vor jedem ersten Heimspiel immer am Start in der Saison. Da wird halt komplett die Stimmung natürlich ganz oben sein. Auch viel dieser Hass gegen RB mit dabei sein. Also, ich glaube, die Stimmung wird sehr, sehr geil. Da wird komplett Vollgas gegeben werden gegen Leipzig direkt am ersten Spieltag. Danach gehen wir mal den gesamten Spielplan noch durch. Jetzt eben hier mit den Hinrundenspielen in Sachen Heim und Auswärts, ne? Auswärts Bremen, zu Hause Freiburg, auswärts Köln, Schalke, Bayern, Frankfurt, Wolfsburg und dann eben zwei Heimspiele am Stück, Union Bochum, also in der Hinrunde zwei Heimspiele am Stück, in der Rückrunde, wie auch letzte Saison, war auch schon da so, zwei Auswärtsspiele am Stück, dann eben auswärts Dortmund, Heim Augsburg, Gladbach, Hertha, Leverkusen, zu Hause Mainz und auswärts Hoffenheim. Heißt ebenso wie letzte Saison, der letzte Spieltag, der 34. Spieltag, das letzte Spiel ist ein Heimspiel, was auch sehr geil ist, ein Heimspiel gegen Hoffenheim. Das ist eine sehr, sehr geile Nummer. Jetzt zu ein paar Dingen, die auffallen, nämlich wir haben einige vermutliche, wie gesagt, vermutliche Abstiegskampf-Heimspiele in der Hinrunde schon. Ne, wir sehen hier Schalke, Bochum, Augsburg, Hertha. Das ist vermutlich alles Thema für Abstiegskampf oder Abstiegskampfkandidaten auf jeden Fall mal. Und die haben wir eben in der Hinrunde als Heimspiel, nicht in der Rückrunde. Das ist ein bisschen schade vielleicht, weil, wenn wir jetzt hier gucken, den einzigen richtigen Abstiegskandidat so, weil er eben Aufsteiger ist mit Bremen, haben wir halt nur einen als Auswärtsspiel in der Hinrunde und damit eben als Heimspiel in der Rückrunde. Da ist leider die Balance nicht so ganz da. Und wenn es eben so schlecht läuft oder schlecht laufen sollte, muss man eben in den direkten Duellen zumindest viel in der Rückrunde auswärts wieder rausholen und nicht zu Hause. Das ist ein bisschen schade, sonst würde ich aber sagen, dass der Spielplan doch schon recht ausgeglichen ist. Also jetzt auf den ersten Blick ist jetzt keine Phase dabei, wo man sagen würde, geht man wirklich vier Spiele am Stück ohne Sieg raus oder noch schlimmer, vier Spiele am Stück mit Niederlagen durch. Es ist immer recht ausgeglichen eigentlich, finde ich. Und jetzt auch nochmal kurz der Blick auf den ersten und letzten Spieltag der Bundesliga, weil gerade der erste, der startet mit richtigen Krachern rein. Eröffnungsspiel Frankfurt-Bayern, Freitagabend, 6. August. Sehr, sehr geil. Dazu an dem Spieltag Dortmund, Leverkusen und auch einfach heftig. Erster Spieltag Berlin Derby, Union Hertha. Da sind einige Kracher dabei. Am letzten Spieltag ja, ist ein bisschen ruhiger so auf den ersten Blick. Vielleicht sind da ein paar Kracher dabei, so je nach tabellarischer Situation am letzten Spieltag. Bisschen ruhiger. Der ist am 27.05.2023. Ja, alle Spiele parallel. Haben ja eben diese Winterpause. Deswegen die Saison so früh anfängt oder früher anfängt als letztes Jahr und eben auch später endet als letztes Jahr. Letzter Spieltag der Bundesliga vor der WM ist vom 11. bis 13.11., also November, Mitte November und dann natürlich auch die WM bis ja, Mitte Dezember, Ende Dezember und eben nochmal logischerweise für die Spieler, die da dabei sind, auch noch eine Winterpause. Und der nächste Spieltag nach der WM ist vom 20. bis zum 22. Januar, also auch eine deutlich längere Winterpause in dem Sinne als letztes Jahr. Letztes Jahr ging es ja schon recht früh im Januar, glaube ich, wieder weiter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr Bock auf die Saison. Bei uns ja maximal 50.000 Zuschauer möglich durch die Umbauarbeiten in der Haupttribüne. Aber eben genau darauf habe ich Bock, auf eine gesamte Saison wieder mit Vollauslastung, wenn alles hoffentlich so bleibt, wenn sich nichts irgendwie schlecht entwickelt. Dann ist es ja die erste Saison, die hoffentlich über 34 Spieltage mit Vollauslastung läuft, seit 2018, 2019. Und das ist einfach krank. Bisher bei uns auch, um die News noch aktuell mit reinzunehmen.
25.000 Dauerkarten schon verkauft. Ich habe ja auch schon bestellt quasi, ist noch nicht da oder so. Ich habe Eingangsbestätigung, die Stars Bestellung wird bearbeitet. Die werden wahrscheinlich einfach komplett überfordert sein aktuell, aber wenn sie kommt, habe ich da auch sehr, sehr Bock drauf. Habe dazu ein Video gemacht, könnt ihr gerne abchecken das Ding und natürlich auch gerne eure Meinung zum Spielplan da lassen. Ist auch noch mehr aufgefallen, als mir aufgefallen ist zum Spielplan, wo ihr sagt, ey, das könnte interessant werden, die und die Phase könnte interessant werden. Gerne die Meinung da lassen zum Spielplan. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.